Was geht ab, ihr? Willkommen bei einem weiteren One Piece Treasure Cruise Video und heute geht es um den Thank You for Playing One Piece, also Bounty Arrive Gifts für 2023. Ich hoffe, ihr habt Bounties gefarmt, ihr habt bekommen. Ich bin jetzt bei 89 Millionen gewesen, das heißt, ich wäre hier ungefähr, das heißt, Special Rare hätte ich 1 bis, ja stimmt, schade. Ich habe kein S. Ich wollte ja noch neu, ich wollte noch 100.000 erreichen, habe ich nicht erreicht. Das heißt, wir haben kein S. Oder haben wir ein S? Sehen wir gleich. Ich habe, müsstet ihr also heute die ganzen Rewards bekommen haben. Schauen wir mal rein. Falls ihr euch eingeloggt habt, hätten wir auch heute schon für die Quiz Countdown bekommen. Ein paar Gems annehmen. 5 und Almost Anniversary Ticket. Ah, 30 Gems, stimmt. Da könnt ihr direkt 30 Gems abstauben. Richtig krass. Jetzt bei 790 Gems. Ich hoffe, ihr habt auch gut gefarmt. Und wir haben von dem Quiz auch Ticket. Haben wir mal direkt raus. Ja, und gleich gehen wir ab zu den B. Stimmt, ich wollte noch die Charaktere angucken, die da noch drin sind. Die noch. Oh, sehr geil, annehmen. Die noch gefeatured sind, bevor wir mal alles. Ich weiß nicht, sind hier, Bounty B. Genau, in B. Section sind diese Charaktere drin. Ich glaube sogar, ich müsste alle haben. Ich müsste alle haben, ja. Ich glaube, ich habe auch alle. Okay, das heißt, B haben wir jetzt Dupes. Mal sehen, ja, welche Dupes wären denn nice? Ich glaube, so ein Rayleigh wäre nice. Blackbeard, auch oh, Blackbeard, ja, stimmt. Pirate Rumble, für Pirate Rumble, Blackbeard oder sowas ist jetzt ziemlich geil. Bounty B immer noch, genau. Das heißt, Blackbeard ist ziemlich geil. Also die ganzen Limit Breaks, man kann Charaktere angucken, was sie so drauf haben und dann mit den Limit Breaks kann man die schon gut boosten, dass die auch im Rumble oder auch jetzt zum Nutzen sind. Ne? So, genau, B, wie viel haben wir denn? Die ganzen B, Bounty, ja. A haben wir noch und nachher S. Ein S haben wir, okay, sehr geil. Ja, hauen wir mal alle raus und sehen, was da raus, was so kommt. Ja, jetzt auch immer wichtiger Dupes. Ne? Vorher war das nicht so extrem wichtig. Jetzt mit den Dupes Charaktere sind schon, also ist schon geil geworden. Ne? Das heißt, die Charaktere kann man auf jeden Fall annehmen. Auch mit dem Limit Breaks und Dupe die Jagd auf 150 zu bringen. Mit den ganzen Int-Effekts, ne? Effekten, die jetzt drin sind. Shiki auch annehmen. Ja. Shiki war auch geil, ne? Im PvP, so wie ich gesehen habe, aber noch mit seinem Limit Break. Ich bin gespannt, weil B ist jetzt nicht so viele Charaktere, die ich brauche. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich. Oh, ja, Rayleigh. Ah, das ist der Dex, ne? Der Dex Rayleigh, ja, ja, okay. Trotzdem auch nicht schlecht in. Wer ist es? Ihr wisst schon. Pirate Rumble. Ja, was wollten wir noch reden? Stimmt, was wollte ich noch sagen? Und zwar zu den Ballern, ne, die jetzt drin sind. Ja, ballert nicht alles raus, ne? Ich denke mal, haben die jetzt auch so inoffiziell bestätigt, dass halt noch weitere Charaktere kommen, ne? Weil dieses Ruffy Sugo jetzt das offizielle Jubiläums-Sugo-Fest. Und oh, Sanji ist sehr geil. Den brauche ich sogar. Wer ist es? Das offizielle Ruffy Sugo Fest, ne? Und zwar werden weitere Folgen. Ja. Wir wussten klar, es werden noch andere Charaktere und sowas folgen. Aber das Ganze noch aufgebaut ist, hier Ruffy in Part 1, 2 und 3. Ja, was so ziemlich enttäuschend ist, Oden. Also Oden, ja gut, es könnten so viele geile Charaktere kommen aus Oden. Hätte ich jetzt auch nicht so gerne gehabt. Aber ja, ist jetzt dabei. Sehen wir, was noch kommt. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das geht und wie lange wir dann die Charaktere pullen. Also Yamato und Ruffy auf jeden Fall krank. Ne? Also wäre halt geil, die zu ziehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal reingehen. Ich denke mal bis... ihr wisst schon. Oh Gott, weg mit dir. Bis zu dem 9. Pull. Genau, 9. Multi. Da ist 50% auf Red Poster. Mal sehen, mal sehen. Also, ja, eigentlich müsste ich zu 9. Pull gehen, weil 9. Pull, weil die Charaktere, die drin sind, sind halt auch geil. Ne? Das ist ja Kaido, Yamato habe ich nicht und sowas. Ne? Das kann man alles annehmen. Uff.
Lore annehmen, sehr geil. Also der Pull an sich zum Pullen ist halt auch geil. Ne? Also ist jetzt nicht nur der Hauptcharakter ist gut, ne? Sehr gut. Auch Attack mal 6 ist halt richtig krank, das wird nachher richtig rasiert und beint, wer ist 10 Runden. Ist sehr nice auf jeden Fall. Und die sind halt auch richtig, richtig krank in Pyro Rumble, ne? Das heißt, dass die diese Half-Stat immun, komplett immun gegen Half-Stat sind, ne? Das ist natürlich auch geil. Oh, okay, annehmen. So, langsam müssen die B-Tickets verbraucht werden. Ja, da sehe ich schon das erste A-Ticket. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Glück gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Tickets wenigstens bekommen. Ja, leider habe ich die 100 Millionen nicht geschafft. Ja. Oh, wieder low. Okay, perfekt annehmen. Schade, ne? 100 Millionen hätte ich noch ein paar S-Rang-Tickets bekommen. Okay, hier ist jetzt wieder nice. Also hier fehlt mir. Ich glaube auch keiner, ne? Dupes annehmen, sage ich mal. Ja, Dupes annehmen. Mir fehlt wirklich keiner von A. Puh, ja, mir fehlt nur von S. Ja gut, sagen wir so, ich bin auch sehr, sehr lange schon dabei, ne? Deshalb ist es nicht so, dass mir da noch viele Sachen fehlen. Aber Dupes annehmen. Mihawk. Auch sehr geil. Irgendwann mit den Limit Breaks und mit den 6 Plus ist richtig geil. Also die 6 Plus haben die mich jetzt richtig überzeugt. Ne? Also ich habe nie gedacht, die 6 Plus Version, die werden so krank geil auf aktuellsten Stand gemacht. Nami annehmen. Das macht richtig Bock. Das ist also, falls ihr Dokkan kommt, von Dokkan Art Easy A, ne? Also, aber richtig geil ist Easy A. Das heißt, wenn du Easy A ist und der Charakter nochmal, wer ist es, mit dem Easy A noch neues Artwork bekommt, das ist halt richtig, und so ein richtig fettes Artwork, geiles Artwork. Ne? Das ist richtig geil. Okay, Hawkins, annehmen. Uff, gleich habe ich wieder was zu tun hier mit den Charakteren Dupes reinballern. Okay, ich bin gespannt bei gleich S-Ticket. S-Ticket, puh, ich hoffe, ey, wir haben ja jetzt Whitebeard bekommen. Whitebeard Screw, den Dex, richtig geil. Okay, annehmen, Dupes, die sind sogar sehr gut. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich muss gleich angucken, wer wäre denn am besten. Ich glaube, Halloween, Corazon habe ich nicht mit Law. Und ja, doch, sind auf Kid wäre geil, auf jeden Fall. Boom. Okay, Mihawk Perona. So, okay, dann schauen wir uns mal das letzte S-Ticket an. So, wir haben, ja, Killer, Hawkins. Oh, hier, ja. Der, oh, Raelyon Gabbaan wäre auch geil, Mann. Die Big Mom habe ich auch nicht, ne? Die ist auch krank. Stimmt, auch die hier, Ben Beckman, Lucky und sowas habe ich auch nicht. Und genau, wollte ich auch noch haben, Hiyori. Mal sehen, wen wir so bekommen. Oder wir bekommen halt den Rest. Aber auch Dupes annehmen wäre auch nicht so schlimm. Ne? Die Charaktere sind alle geil. Okay, drücken wir die Daumen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Glück gehabt bei eurer Summons. Ich wünsche euch morgen viel Glück bei dem Ju oh, Ruffy. Okay, ist das ein Zeichen? Kriegen wir im Jubiläum Ruffy? Mit Yamato mal sehen. Mal sehen. Okay, geil. Annehmen. Ja. Damit war es das für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Glück morgen im Jubiläum. Lasst gerne ein Abo, Follow oder ein Like da für, oder einen Kommentar für mehr One Piece Videos. Wir werden, denke ich, mehr One Piece Videos bringen, weil bockt jetzt Jubiläum rein da. Ciao, ciao.